Schlimme an dieser Serie eigentlich auch für die Fans und aber auch für die Hauptdarsteller ist, es wird von niemandem Halt gemacht. Also es sterben auch die beliebtesten Schauspieler. Und das bedeutet auch, dass du ja quasi immer gar nicht weißt, bin ich im nächsten Drehbuch dabei? Das ist halt wie im richtigen Leben. Ja, ja. Aber manchmal ist man ja, dann weiß man ja eigentlich, ich bin der Hauptdarsteller oder letzten Endes der Tatortkommissar, der stirbt ja auch nicht als erstes immer direkt. Aber du weißt im Grunde nicht, bin ich das nächste Mal dabei oder nicht, ne? So richtig nicht, das weiß keiner. Das ist aber ganz praktisch, weil dann kann man auch nichts verraten. Aber man erfährt das auch manchmal auf seltsame Art und Weise, ob man noch dabei ist oder nicht, ne? Ich habe schon gehört, dass Kollegen, die schon lange Jahre dabei waren, dann plötzlich völlig unerwartet eine Einladung zum Essen bekommen haben von dem Produzenten. Mhm. Und das hat sich dann rumgesprochen, dass das eher ein schlechtes Zeichen ist. Okay, dass zum Nachtisch die Rolle zu Ende war. Verstehe. Du hast es gerade angedeutet, Tom. Eine Rendezvous zum Tod. Okay, sozusagen, ja. Das ganz normale Leben.